herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo aus dem Bereich pauschalnotierte Unterstützungskasse mit dem Titel Nachteile vermeiden, Grundregeln einhalten. Die pauschalnotierte Unterstützungskasse ist ein Durchführungsweg oder auch ein betriebswirtschaftliches Instrument, das sich in der letzten Zeit mit einer rasant zunehmenden Beliebtheit erfreut. Immer mehr Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung führen diesen Durchführungsweg ein oder führen ihn als parallelen Weg zu anderen versicherungsförmigen Durchführungswegen ein. Was sind die Hauptnachteile und Hauptprobleme, die sich ergeben? Häufig passiert so, dass fachlich fehlerhafte und unvollständige Hochrechnungen vorgelegt werden. In Hochrechnungen lassen sich viele Fehler einbauen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Wir prüfen sehr viele Hochrechnungen, stellen einfach fest, dass Hochrechnungen geschönt sind, dass in Hochrechnungen Denkfehler sind und dass Hochrechnungen einfach unverbindliche Musterberechnungen sind, auf die man sich auch nicht berufen kann. Zweite häufige Ärgernisquelle sind ungeeignete Verwalter. Verwalter, die das nicht hauptberuflich professionell machen, mit dem entsprechenden fachlichen Background, sondern mehr oder weniger, dass das läuft, mehr oder weniger, um ein Vehikel am Leben zu erhalten. Und im ersten Jahr ist ja das teilweise noch einfach und passiert nichts, aber wird natürlich steuerlich zunehmend komplexer mit dem Alter der Unterstützungskasse. Was häufig problembehaftet ist, wenn Unterstützungskasse und Kapitalanlageprodukte oder Kapitalanlagenverkauf verbunden werden, dass die pauschalnotierte Unterstützungskasse nicht mehr ist als ein Vehikel und auch ein trojanisches Pferd, um eine wie auch immer geartete Kapitalanlage zu verkaufen. Kapitalanlage kann durchaus sinnvoll sein, kann auch durchaus notwendig sein in einem bestimmten Umfang. Aber die pauschalnotierte Unterstützungskasse funktioniert auch ohne Kapitalanlage. Wenn Konkurrent da ist, ist es gerade sinnvoll, auf Kapitalanlage erstmal zu verzichten und sich unabhängig von Kreditinstituten zu machen. Ein häufiger Fehler ist, dass die entsprechenden Anbieter oder Konzeptionäre über wenig Erfahrung verfügen, auch nicht den entsprechenden Hintergrund. Und der wichtigste Hintergrund ist einfach mal Rechtsberatung, Steuerberatung. Es ist Arbeitsrecht, es ist Steuerrecht, es ist Zivilrecht in verschiedenster Ausprägung und es hängt einiges an komplexem Steuerrecht hinten dran. Und häufig fehlt halt die Erlaubnis zur Rechtsberatung. Häufig sind es gewerbliche Unternehmen, die mit mehr oder weniger unerlaubter Rechts- und Steuerberatung hier vor allem Standardverträge, Standardmuster nicht zugeschnitten vertreiben. Die Grundregeln, die man aus meiner Sicht beachten sollte: Man kann beim Bundesverband Pauschalnotierte Unterstützungskasse bv-bduk.de, also bv wie Bundesverband-bduk.de, auf der Seite Checklisten für Hochrechnung, Potenzialanalysen mal anschauen, was muss beachtet sein, kann seine Hochrechnung daran überprüfen. Man kann sich die Checkliste zur Verwaltung vom Bundesverband mal anschauen und hier prüfen. Und was man natürlich machen kann, einen Selbsttest, gehört man zu den geeigneten oder eher zu den ungeeigneten Unternehmen mit Lehrvideo 370 hier auf der Authent-Gruppenseite bzw. den Kanal sich selbst mal einer Prüfung unterziehen. Richtig gemacht, professionell eingerichtet, maßgeschneidert, mit einer entsprechenden, auch belastbaren Beratung führt zu einem Durchführungsweg, an dem der Unternehmer viele Jahre seine Freude haben kann, die Vorteile nutzen, Mitarbeiterbindung, Liquidität, Fachkräftegewinnung, Bankenunabhängigkeit und auch Mitarbeiter hervorragende Zusagen haben. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.